Das ist Fethullah Gülen. Charismatisch, einflussreich und gefährlich, behaupten seine Kritiker. Und die werden immer zahlreicher. Der türkische Prediger gründe Schulen und Nachhilfezentren, um unter dem Deckmantel von Bildung und Integration systematisch nationalistische oder sogar islamistisches Gedankengut zu verbreiten, so die schweren Vorwürfe. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz will die Gülen-Bewegung deshalb vom Verfassungsschutz unter die Lupe nehmen lassen. Fest steht, Ängste gehen um, in Rheinland-Pfalz, wie Heiner Hoffmann zeigt, sogar um die Allerjüngsten. Schon kleine Kinder müssen an religiösen Spielen teilnehmen. Das war eine sektenähnliche Organisation. Wir sollten Ungläubigen den Rücken kehren, das wurde uns gesagt. Das erzählen zwei Aussteiger aus Rheinland-Pfalz, die für die Gülen-Bewegung aktiv waren. Einer hat in einem nach außen hin neutralen Nachhilfezentrum gearbeitet. Doch er berichtet über seine Erfahrung. Manche Eltern wissen gar nicht, was da passiert, dass das mit Gülen zu tun hat. Manche Kinder dürfen auch am Wochenende teils keine Freizeit haben, nicht ausgehen. Auch wenn sie nicht wollen, sie müssen zu den Treffen der Gülen-Bewegung, oft in Wohngemeinschaften. Da werden einige ab der 7. Klasse hingebracht. Das war eine sektenähnliche Organisation. Organisiert wurde das von Lehrern des Bildungszentrums. Er rechnet auch dieses Bildungszentrum in Mainz der Gülen-Bewegung zu. Der Verein ABC bietet laut Eigenwerbung Nachhilfe- und Integrationskurse an. Doch die Kritik wächst, auch und gerade aus der türkischstämmigen Community. Wir sind mit Nurhaya Canpolat verabredet, Geschäftsführerin der Migrantenbeiräte und Stadträtin von Mainz. Sie hat sich dem Thema nun angenommen und geht davon aus, dass der ABC-Verein zur Gülen-Bewegung gehört. Dass man da nicht behaupten kann, dass sie im Sinne der Demokratie sind, dass sie im Sinne der Vielfalt sind, im Sinne des Miteinanders, sondern dass sie sich eher abschotten. Und ich denke auch eben nicht mit diesem demokratischen Gedankengut sich befassen. Die Frage ist, inwiefern haben wir, also wir haben die Verantwortung und inwiefern wird hier verantwortungsvoll gehandelt und geguckt, dass die Kinder eben da nicht hingehen. Vor dem Gebäude treffen wir den Geschäftsführer. Doch unsere Fragen will ABC nur schriftlich beantworten. Der Vorstand schreibt uns, der Verein sei politisch und religiös neutral. Man stehe allen offen, egal welche Überzeugung diese Menschen haben. Zu Gülen äußert er sich nicht. Der Prediger Fethullah Gülen. Der Verfassungsschutz Baden-Württemberg bescheinigt ihm islamistische Tendenzen, die im Widerspruch zur Religionsfreiheit stünden. Wir recherchieren weiter. Ein Insider aus Rheinland-Pfalz hat das Innenleben der Gülen-Bewegung, die sogenannten Lichthäuser, kennengelernt. Das sind konspirative Wohngemeinschaften, strikt geschlechtergetrennt. Hier wird der Nachwuchs der Bewegung in den Lehren Fethullah Gülens ausgebildet. Wir sollten Ungläubigen den Rücken kehren, uns anders verhalten als gegenüber Muslimen. Das wurde so gesagt. Viele haben sich von deutschen und nichtgläubigen Freunden getrennt, die sie vorher hatten. Empfohlen wurde uns das auch. Es war wie eine Parallelwelt. Auch nach einem Blick in eines der Standardwerke, mit Vorwort von Gülen selbst, bleibt von vermeintlich interreligiösem Dialog nicht viel übrig. Hier heißt es, man solle streng und unnachgiebig gegenüber Ungläubigen sein. Diese stellten sich durch Schwäche, Unwissenheit und geistige Unzulänglichkeit bloß. Gewalt und Not hätten oft mehr gebracht als sanfte Überredung. Inzwischen ist die Gülen-Bewegung auch für ihn zum Thema geworden. Innenminister Roger Lewenz. Wir sind ein weltoffener Staat, aber wenn man Integration missbrauchen würde, und darum geht es ja in dem Fall, da muss man sehr genau hinschauen. Das tun wir. Ich habe den Bundesinnenminister gebeten, seine Erkenntnisse zusammenzutragen. Und die 16 Innenminister der Länder und auch der Bundesinnenminister, wir sind unserem demokratischen Rechtsstaat verpflichtet. Und das werden wir mit aller Gewalt auch tun. Der ABC-Verein ist indes weiter auf Expansionskurs. In Mainz will er eine Kita bauen. Die Stadt hat hierfür knapp 130.000 Euro Zuschuss bewilligt. Nurhaya Canpolat hofft, dass es zur Zahlung dieser Mittel nie kommt. Diesem Zuschuss muss jetzt übrigens das Land noch zustimmen. Und da steht die Prüfung noch aus. Bin gespannt, was die Prüfung ergibt.